Storm Macrow from the Together Community plays Mass Effect 2 and hopes you enjoy the video. Willkommen zu der Special Let's Play Mass Effect 2. Ich bin Storm Macrow von der Together Community und wir spielen heute einmal ein wenig weiter mit Commander Shepard. Und ich habe im Voraus dieser Folge mal ein wenig die Geister abgegrasen. Denn wir wollen tatsächlich in dieser Folge mal ein paar Anomalien untersuchen. Und da muss natürlich erstmal welche finden. Und da wir das nicht hier machen wollen, oder da ich das nicht hier machen will, habe ich das schon mal im Geheimen untersucht und habe schon ein paar gefunden. Ah, der Airbrush ist frei. Nehmen wir mit. Ja, auch der Kane noch? Nee, der Kane noch nicht. Aber er war uns auch nicht schlecht. Aber ich bleibe beim Raketenwerfer. Kelly? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Das wäre alles. War sie denn nicht? Passen Sie auf sich auf. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Das wollte ich wissen. Okay. Also, wir suchen nach Anomalien. Genau, ich war gerade bei Omega, hab mich noch ein bisschen... Und ob ich mir sowas einkaufen kann. Und wir haben schon wieder keine Musik. Das ist ziemlich blöd. Das ist auf jeden Fall wieder zum Massenportal. Und wir suchen erst im Sanduhrnebel nach einer Anomalie. Und ich hoffe, dass wir bald mal wieder Musik haben, weil das ist blöd ohne Musik. Da war die Anomalie. Dahin. So. Auf dem Planeten Zenetu ist die Anomalie entdeckt worden. Anomalie geortet. Da. Sonde unterwegs. Die Scanner haben etwas gefunden. Okay. Hotspot der Allianz geortet. Interessant. Mal sehen, was wir dort finden werden. Das könnte sehr interessant werden. Um nicht zu sagen, mega interessant. Aber sieht sehr eisig hier aus. Das ist mal eine Abwechslung zu dem, was wir sonst immer so sehen. War ich hier schon mal? Ich glaube den... War ich hier schon mal? Mir kommt es nämlich gar nicht so vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Die Durchsuchung des Wracks liefert wahrscheinlich Informationen über die letzten Stunden der Estevanico. Warnung, das Wrack könnte aus dem Gleichgewicht geraten und die Klippe hinabstürzen. Ja, ich glaube, hier war ich schon mal. Hier wächst nämlich gewaltig. Nicht hier springen? Nee. Shepard darf nicht springen. Hierüber? Nein, auch nicht. Will Shepard wohl nicht, okay. Ziel? Nee. Es ist ja auch nur eine Anomalie. Warum ist Shepard hier allein unterwegs? Stimmt, ich konnte kein anderes Team mitnehmen hier, das ist komisch. Immer muss Shepard alleine das machen, das ist unfair. Aber wo muss denn hier hin? Das ist doch hier... Ich bilde mir ein, dass ich damals mit Gefährten auf so einem wackelnden Ding war. Vielleicht ist auch hier was anderes.
Wer weiß das schon so genau? Aber es nervt schon ein bisschen, dass sich alles wackelt. Das ist eben da runtergefallen. Aber jetzt muss ich doch da unten hinkommen, jetzt ist doch da was frei. Oder? Ja, jetzt kann ich da unten durch. Passt doch perfekt. Ne, hatte ich ja vorher auch schon, oder? Na super. Ich komme nicht an das Iridium ran, was da hinten liegt. Ich habe irgendwie das Gefühl, so, je länger ich hier bin, desto destabiler wird das Ding hier. Hier knirscht schon alles rum, was will. Ich fühle mich hier nicht wohl. Also ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mir ist hier nicht so ganz wohl bei der Sache. Ich bin nicht sicher, woran es liegen könnte. Aber ich muss hier irgendwie muss ich ja hier was machen können. Aber Moment mal. Er zeigt da an. Ja, was war? Genau, die haben was zu suchen gehabt da unten. Mal gucken, ob ich jetzt da was machen kann. Schick mich auf mir ein. Ah. So geht's. Ich fühle mich sehr unwohl hier. Tun wir es nochmal Iridium. Sind nur hochgehen, ach, will sie nicht, okay. Dann müssen wir das anders machen. Aber das war schon mal der erste Teil, den wir hier geschafft haben. Kannst da drüber gehen, oder? Ja, schon sagen. Jetzt brauchst du keine Waffe, Mädel, also echt. Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Hier ist was Rotes. Und das macht mir Angst, das Rote. Also hier war ich glaube ich noch nicht auf meiner eigenen Spieldatei. Das ist komisch. Also ich meine, man könnte ja da auf das Ding da drauf. Komisch. Ja. Wie machen wir das denn mal hier?
Wir müssen probieren, ob ich da nicht irgendwie drauf kommen kann, denn das ist doch sehr merkwürdig. Und hier komme ich auch so nicht weiter. Eins hören noch. Gut, ne, man kann aber auch hier nicht irgendwie... Doch, kann man. Ah, jetzt geht's. Ja, nicht nach unten schauen, Shepard. Die Augen nach vorne richtet. Die Zukunft ist wichtig. Warum muss ich immer hier Waffe rausholen, wenn ich mich hier in Deckung... Ja, wenn ich da hochgehen will. Na gut. Sie ist eben sehr vorsichtig. Bloß so ein großes Krach, wenn da jetzt ein Mensch draufsteht. Ich bin da ja nicht so der Meinung. Dieser Untergrund, auf dem ich gerade befinde, sieht irgendwie anders aus als die anderen. Ne, hier will ich irgendwie unterschießen. Aber... Entweder ich bewege mich oder der Fels bewegt sich. Ich glaube, das Ding hier bewegt sich. Ich möchte vermeiden, dass Shepard stirbt. Shepard! Oh mein Gott, das ist ja... Oh, Hilfe! Das Schiff schwankt! Oder was soll mir gewesen sein, Mark? Ja, was ist denn los? Schnell, komm! Ich hoffe, der Shuttle kann uns auffangen. Wäre jetzt hier runtergefallen und dann doch rein, das wäre aber ein tragisches Ende für Commander Shepard. Die Heldin der Citadel. Na, hier komme ich nicht weiter, hier ist Treppenende. Oder das Ende der Treppen, je nachdem. Ist das eine Leiter da? Ja, sieht's aus, aber ich komme nicht hoch. Ich glaube, es ist wieder Zeit dafür, dass ich irgendwas abschieße. Mainframe. Okay. Wie komme ich da hin? Durch den Balken, ne? Mal gucken, ob ich da zurückkomme irgendwie. Und irgendwie über eine höhere Empore da hinkomme. Empore, ja, ja. Nee, Empore. War ich noch nicht irgendwie? Das ist komisch. Ah, Shepard. Ich habe Angst. Da ist der Mainframe. Ich muss, ja, schade, das... Gott sei Dank in
sehr, sehr nahe Position. Um mich zu sagen, sehr, sehr nah, um mich mitzunehmen. Und das ist gut, dass es mich mitgenommen hat, weil das ist, ja. Ich hab's geahnt, das Ding fällt irgendwann runter. Aber ich habe die Daten beschafft. Und bin entkommen. Habe Erfahrung, auch Quellen, super, Iridium natürlich und, ja. Aber doch schon mal spannend hier. Vor allem nicht aus dem Scheiß-Fuck da draußen. Aber es gibt noch eine Anomalie, die ich jetzt untersuchen werde. Und ihr müsst dabei zusehen. Aber wer gemerkt hat, dass meine Let's Plays einigermaßen unterhaltsam sind, der wird das gerne antun. So, und wir haben schon wieder keine Musik. So, der Sandnebel ist damit auch abgeschlossen. So, wir kaufen uns noch ein bisschen Treibstoff. Und dann gehen wir ins Massenportal. Ach, und eine Sonde noch. Und dann gehen wir ins Massenportal und zweite war da, wo wir Krogana rekrutieren können. Werden wir auch in Zukunft machen, weil das wird dann das einzige Logische sein, was wir machen können. So, die Anomalie war auf Amum. Und warum hat der Date nur 85%? Dem muss ich nachgehen, warum hast du nur 85%? Da fehlt ein Planet, würde ich sagen. Aber ich finde auch keinen mehr. Naja, weil das letzte Mal war hier in diesem Asteroidenfeld noch so ein Planet versteckt. Wer weiß, ob hier nicht auch einer ist. Wieder. Aber es sieht nicht so aus. Naja, vielleicht kommt noch was in der Spielzeit, was wir hier machen müssen. Und dann würde sich das mit dem 85% hier auf Relikt auch erklären. Na gut. Wir gehen aber erstmal dann nach Amun und untersuchen die Anomalie. Dieser für einen schönen Planet Night. Ich habe eine Anomalie geortet. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik abgebrochen. Übersetzungsfehler. Status des Systemanwenders unbekannt. Allgemeiner Notruf. Die Scanner haben etwas gefunden. Oberflächenscans melden das Wrack eines Frachters. Unbekannte Konfiguration. Schaden am Schiff. Katastrophal. Bewegung registriert, aber keine Anzeichen von Leben. Das sah auch so... waren wir da nicht gerade eben schon mit dem Schiff? Na gut. Schauen wir uns das auch mal an. Man kann ja nie wissen, wozu man sowas mal brauchen könnte. Wir nehmen auf, können welche mitnehmen. Dann nehmen wir Kazumi und Jacob mit. Oder Jacob und Kazumi, ist mir in dem Fall auch egal. Ach nee, wir sparen noch ein bisschen für Barriere. Jacob, Brandmunition. Kazumi. Mach mal Überlastung. Sieht aus wie die SR1 Normandy, aber okay. Okay. Ich glaube, das kenne ich. Oder? Ich habe sogar ein Ziel hier.
Systemstatusbericht. Lest euch durch. Raffiniertes Platin. Wenn du das Video gut findest, gib einen Daumen hoch oder hinterlasse einen positiven Kommentar. Viel Spaß mit diesem und anderen Videos wünscht dir die TTC. Wenn du mehr von der TTC sehen willst, besuche den Kanal oder besuche den Kanal von Mr. Kiwi KLP Daniel 666.